Hallo ihr Lieben, ich bin Sabine. Ja, heute mal ein bisschen ernster, fast ein bisschen traurig, darf ich dazu sagen. Denn ja, der ein oder andere hat es ja mitbekommen, ich habe am 25.08.2018 mich getraut, über meine Geschichte hier zu berichten, was ich mit dem Krebs erlebt habe. Ja, der Ende 2003 bei mir entdeckt wurde. Und jetzt in den letzten Tagen sind da einfach ein paar Reaktionen gekommen, die etwas unschön sind. Ich kann total gut nachvollziehen, dass das ein wirklich heikles Thema ist. Und jeder, der das Video gesehen hat, der weiß auch, dass ich das Video eingeleitet habe, dass ich gesagt habe, dass ich wirklich allerhöchsten Respekt davor habe. Und das ist nicht gelogen, das ist so. Ich habe allerhöchsten Respekt davor. Und jeder erlebt seine ganz, ganz eigene Geschichte, wenn ja solche Arten von Erkrankungen im Leben auftauchen. Und jeder erlebt auch seine ganz eigene subjektive Wahrnehmung, wenn es geliebte Menschen im Umfeld sind, denen da etwas passiert. Und ich kann mich nur wiederholen, ich habe den allerhöchsten Respekt davor und ich habe lediglich davon erzählt, wie es mir ergangen ist. Und dennoch habe ich jetzt einfach gemerkt, wie wichtig es ist, dass ich jetzt, ja, dass ich jetzt einfach nochmal was dazu ergänze, einfach um, ja, um auszuräumen, dass da, mir fällt gar nicht so richtig das Wort dazu ein. Ich habe einfach gemerkt, dass es mir wichtig ist, dazu noch ergänzend was zu sagen. Okay, also es kam Zweifel in dem Sinne auf, ob ich tatsächlich operiert worden bin, weil man mir meine Narbe nicht ansieht. Und es kam Zweifel davon auf, weil ich halt nicht das fachspezifische Vokabular benutzt habe in dem Video. Und genau deswegen, ihr Lieben, Folgendes. Ich habe jetzt einfach mal, schauen wir mal, wie wir das hinkriegen. Das ist die Akte. Ich habe alles gut aufgehoben. Das sind jetzt einfach mal die aktuellen Unterlagen, die ich so gebraucht habe. Weil ich habe natürlich mit der Auswanderung von Deutschland in die Schweiz, habe ich dann geguckt, dass ich mir von meinem Hausarzt so die Krankenakte, die letzte, noch mitgeben lasse. Einfach, weil ich nun mal gezwungen bin dazu, dass das regelmäßig kontrolliert wird. Und ich lese euch jetzt einfach mal etwas vor, so stellenweise, zu den Berichten aus dem Klinikum, in dem ich operiert worden bin. Unter anderem von dem Chefarzt und von dem Oberarzt direkt nach dem Eingriff mit der Diagnose kleines papilläres Schilddrüsenkarzinom rechts in einem zystischen Adenom-Stadium. Genau, abgekürzt wurde das später genannt papilläres Mikrokarzinom. Oh, ich merke gerade das. Okay, macht mich alles ein bisschen traurig, umso wichtiger. Ich schaue, dass ich das mit den Begriffen so gut wie möglich vorlesen kann, denn ich habe nicht Medizin studiert, okay? Also verzeiht mir, wenn ich das eine oder andere Wort nicht richtig vorlesen oder aussprechen kann. Genau, papilläres Mikrokarzinom. Beidseitig ist das gewesen und es wurde entfernt. Dafür ist der Fachausdruck, wenn ich das jetzt hier richtig sehen kann. Wartet, genau, in dem Bericht steht das wunderbar drin. Frau Sabine Seibold wurde am 11.12.2003 wegen eines Schilddrüsenkarzinoms thyreoidektomiert, in Klammern totale Entfernung der Schilddrüse, zum Ausschluss von verbliebenen Tumorgewebe bzw. von Metastasen. Erfolgte in Hypothyreose, in Klammern Schilddrüsenunterfunktion,
Vom 5. bis zum 7.1.2004 die Diagnostik mit Radiojod. Erst danach ist eine Substitution mit Schilddrüsenhormon möglich. Bedingt durch die Unterfunktion kommt es zur Abnahme der Konzentrations- und geistigen Leistungsfähigkeit, die auch nach Beginn der Hormonmedikation frühestens nach 2 bis 3 Wochen wiederhergestellt ist. Dieses Attest habe ich mir besorgen dürfen zur Vorlage beim Landesjustizprüfungsamt, weil ich zu der Zeit in der Vorbereitung für mein juristisches Staatsexamen stand und einfach in Frage stand, wie ich dieses Examen dann überhaupt schreiben kann. Okay? Genau. Dann bin ich natürlich regelmäßig zu den Untersuchungen gegangen, weil ich dafür einfach, ja, muss ja gemacht werden. Da wurde dann unter anderem auch regelmäßig die Schilddrüsensonographie durchgeführt, ja, wo auch unter anderem festgestellt wurde bei Zustand, das war dann schon ein paar Jahre später, bei Zustand nach Thyreoidektomie stellt sich in beiden Schilddrüsenlagern lediglich Narbengewebe dar. Kein Nachweis suspekter Halslymphome. Das war am 3.6.2011. Und jetzt noch einer der etwas aktuelleren. Also da steht jedes Mal Anamnese. Kommt zur Verlaufskontrolle, Labor siehe unten mit den Werten, Sonographie, Schilddrüse, keine signifikante Veränderung zum Vorbefund, dann Beurteilung unter L-Tyrox 112, das war der damalige Stand von dem Bericht von 2016. Unter L-Tyrox ist die Schilddrüsenstoffwechsellage unverändert, unnötig, subklinisch hyper Thyreoid, TSH supprimiert. Ich empfehle nochmals auf L-Tyrox 100 zu reduzieren. Bei einem papillären Mikrokarzinom muss das TSH nicht supprimiert sein. Es genügt, wenn der Wert immer im unteren Normbereich liegt. Okay, genau. Also das einfach mal so zu den Berichten, das ist übrigens von einem Endokrinologe, zu dem ich immer regelmäßig natürlich gegangen bin, weil ich mir absoluten Spezialisten natürlich ausgesucht habe. Okay, ja, mein aktueller Stand ist Eutyrox 75. Okay, das nehme ich halt momentan einmal am Tag. Und ja, dann ist die Frage aufgekommen, man sieht ja meine Narbe nicht. Erstmal ganz danke, weil das ist wirklich, das ist ein sehr liebevolles Kompliment für mich. Dahingehend, diejenigen, die das Video gesehen haben, haben ja auch mitbekommen, dass ich war gerade erst 27, okay? Und ich habe mega, mega Schiss damals gehabt, habe ich euch ja auch erzählt, dass ich so eine riesen Narbe da haben werde. Und hatte ja wirklich das geführte Glück, dass der Chirurg, der da die Operation durchgeführt hat, dass der auch Schönheitschirurg ist. Und ja, als er mitgekriegt hat, wie beunruhigt ich da auch gewesen bin und was ich für Angst hatte, hat er total liebevoll eine seiner Arzthelferinnen reingerufen zu mir und hat zu mir gesagt, schauen Sie sich mal die Narbe an von meiner Arzthelferin und gucken Sie mal, so wird das bei Ihnen auch aussehen, weil ich gebe mir die allergrößte Mühe. Und ja, die sah ungefähr so ähnlich aus wie meine jetzt, nur noch etwas stärker. Und ich schaue auch, dass ich sie euch gleich so zeigen kann, weil jetzt ist die Lichteinstrahlung wieder so, dass es etwas ungünstig ist. Genau, also da hatte ich ja schon mal das Glück, dass ich an den Schönheitschirurg gekommen bin. Der hat mir eine wunderbare Narbensalbe gegeben für die Nachbehandlung mit dem Hinweis, dass ich das wirklich jeden Tag aufreibe und mit Seidentüchern. Der hat dann noch gesagt, sie reiben sich das auf, machen da Seidentücher drumherum, damit da wirklich nichts rankommt. Und ich habe vor der Operation und nach der Operation habe ich Annika-Globulis noch genommen. Genau. Und ich habe einfach wirklich den festen Willen gehabt, dass das alles so gut wie möglich verheilt. Ja, dann kann man noch dazu sagen, dass, wie ja einige mitbekommen haben, dass ich vor ein paar Jahren angefangen habe mit Theta Healing und habe unter anderem auch ein paar Theta Healing Sitzungen
zu dem Thema gehabt, die mit der Schilddrüse zusammengehangen sind. Und dabei wurde sich auch die Narbe angeschaut. Und letztes Jahr, als ich in St. Gallen bei der Lehrerausbildung gewesen bin, hat auch noch mal eine ganz liebe Theta-Healing-Kollegin sich die Narbe auch noch mal angeschaut und auch von innen quasi noch mal nachbearbeitet, nenne ich das jetzt einfach mal so. Und ja, es haben auch Narbenentstörungen stattgefunden. Und deswegen freue ich mich natürlich, dass man die Narbe wirklich so gut wie nicht mehr sieht. Denn ja, das war mein Wunsch. Und jetzt schaue ich mal, wie ich das hinbekomme, dass ihr das gut sehen könnt. Vielleicht nehme ich das einfach jetzt mal gerade in die Hand. Okay, genau, schaut mal, ihr Lieben. Also ich dehne das jetzt mal so ein bisschen. Okay, ich habe nämlich auch natürlich nicht irgendwie teures Kamera-Equipment, wisst ihr. Ich mache das alles entweder mit der alten Laptop-Kamera oder mit meinem Handy. Und genau, ihr könnt ja auch sehen, das bewegt sich hier. Also das hier ist alles, was von der Operation übrig ist. Und wie gesagt, die Operation ist ja am 11.12.2003 gewesen. Genau. Ist auch wunderbar glatt mittlerweile. Also das ist, es fühlt sich auch ganz anders an. Es wird wirklich von Jahr zu Jahr besser. Und ich bin da mega glücklich drüber, dass die so schön geworden ist. Also das ist, wenn ich euch jetzt im Vergleich dazu mal meine Blinddarmnarbe zeigen würde, die noch aus der alten DDR ist, die ist ziemlich krass, sag ich jetzt mal so. Also im Vergleich einfach. Also wirklich, die ist echt wunderschön geworden, die Narbe. Und ich hoffe jetzt einfach vom Licht her. Ich habe vorhin mal geguckt, ob das besser wird, wenn ich die Taschenlampe hinhalte, aber dann wird's noch ungünstiger. Genau, also. Genau. So, sehr viel mehr möchte ich das Video jetzt auch gar nicht in die Länge ziehen. Ihr merkt, ja, ich bin emotional betroffen. Und ja, ich weiß natürlich, dass jeder andere, der mit solchen Geschichten betroffen ist, seine ganz, ganz eigene Geschichte hat, seine ganz eigene Betroffenheit hat. Und wirklich, ich habe den allerhöchsten Respekt. Ich kann es nur wiederholen. Ich habe den allerhöchsten Respekt für jeden, der hier seine Sachen erlebt, der mit Krankheit zu tun hat. Und wenn es dann auch noch die eigenen Kinder natürlich sind oder der Partner oder die Mutter oder einfach geliebte Partner oder überhaupt geliebte Menschen. Das ist ja total wurscht, ob man überhaupt in einem Verwandtschaftsverhältnis zueinander steht. Ja. Das ist natürlich klar, dass das eine extreme Betroffenheit hervorruft und dass es nicht leicht ist, unbedingt immer mit dem Thema umgehen zu können. Und ja, wenn noch irgendwelche Fragen sind, stehe ich euch da wirklich gerne zur Verfügung. Ich möchte einfach, dass das Ganze wirklich in einem wertschätzenden Rahmen geschieht, denn ich bringe jedem von euch hier meine allerhöchste Wertschätzung entgegen und meinen allerhöchsten Respekt. Und es ist mein Erlebnis gewesen. Und ich habe geschaut, dass ich da so gut wie möglich durchkomme. Und für mich ist einfach wirklich wichtig, ich will leben. Ich will Freude. Wenn ich aus der Geschichte was gelernt habe, dann es ist mein Leben. Und ich möchte, dass für mich dieses Leben so schön wie möglich ist. Und ich tue alles, was mir möglich ist, alles Erdenkliche, um mir dabei zu helfen. Und ja, ich habe für mich meinen Weg gefunden. Und wie ihr seht, die Narbe wird schöner und schöner. Es ist toll und das kann nicht jeder glauben. Das kann ich auch verstehen. Ich kann das verstehen. Jeder ist da wirklich das. Ja, es ist einfach so. Und damit das Video jetzt nicht wirklich wieder länger wird, weil offenbar habe ich ganz oft den Drang, wenn ich dann mal so ins Reden komme, ja, gibt immer viel mitzuteilen dazu. Einfach nochmal den allerhöchsten Respekt wirklich an euch alle. Und das ist mein Umgang damit gewesen, wie ich da rausgekommen bin. Und ich wünsche euch allen von ganzem Herzen das Allerbeste.
Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.